Die 71. Verbandsmeisterschaft der Seniorinnen und Senioren 2018 stand am vergangenen Wochenende auf dem Programm. Der Tennisverband Berlin-Brandenburg veranstaltete auf dem Platz des BSV 92 das Aufeinandertreffen der unterschiedlichen Spielerinnen und Spieler im Alter zwischen 30 und 80 Jahren. Zwei Drittel bis drei Viertel aller aktiven Spieler sind Senioren. Und darum sind solche Turniere, wie wir sie hier abhalten, irrsinnig wichtig. Ja? Auch für Menschen, die also vielleicht sich dem Tennissport erst nicht zuwenden, aber sehen, wie viele Senioren in Häkchen, ja, also wirklich spielen. Eine Menge Seniorinnen und Senioren waren auf dem Platz, denn es standen insgesamt 13 Finalspiele an. Angefangen beim Herren-Einzel ab 45, da musste sich der erstgesetzte Markus Steyhoff gegen den zweitgesetzten Christoph Loddenkemper beweisen. Ein langes Match, kaum auf die Zuschauer zu, welches am Ende aber Steyhoff für sich gewinnen konnte. Ich habe erstmal versucht, so zu spielen wie immer, möglichst wenig Fehler und den Gegner aber nicht zu sehr dominieren zu lassen. Dominiert hingegen wurde der viertgesetzte Manfred Vetter im Einzel ab 75 im ersten Satz vom zweitgesetzten Horst Lunenburg. Doch im zweiten und dritten Satz schlug Vetter wortwörtlich zurück und gewann das Ding am Ende mit 6:4 und im Match-Tiebreak dann 10:7. In unserem Alter ist das nicht mehr so, wie es mal früher war. Jetzt sind wir hier auf der Anlage und sehen alte Sportkameraden von früher. Und das ist eigentlich der Highlight unseres Spiels. Ein sportliches Highlight hingegen gab es für Ernst Huber im Einzel ab 60. Denn er konnte für seinen BSV den Sieg quasi zu Hause behalten. 6:3 und 6:3. Schlug er sich gegen Till Henning durch. Nach verloren im Finale vorher. Ist natürlich besonders schön, naja, das auszumerzen. Auch sehr gut lief es bei Daniel Dudek im Einzel ab 50. Er musste sich seinem Vereinskollegen aus dem Tennisclub SCC Frank Segerath stellen. Es kann aber natürlich nur einer gewinnen und dies machte dann Dudek Segerath klar. 6:4 und 6:3. Ja, es ist meine erste Berliner Meisterschaft, stelle ich gerade fest. Zumindest im Einzel, im Doppel habe ich das, glaube ich, schon mal geschafft vor 25, 30 Jahren. Ja, das ist natürlich Freude schon, aber auch, ja, wie soll ich sagen, Erschöpfung jetzt, viele Komponenten kommen jetzt zusammen. Auch erschöpft waren Rainer Scharberg und Klaus Müller nach ihrem Einzelmatch ab 70, die beiden Herren. Es war dennoch ein gut anzusehendes Tennisspiel. Müller holte sich seinen verdienten Sieg, den Titel mit 6:4 und 6:0. Etwas anders ging es bei Sascha Schönheit und Andreas Strauchmann, beide vom Tennisclub SCC im Einzel ab 40 zu. Strauchmann musste trotz seiner anfangs guten Laune im zweiten Satz wegen einer Verletzung das Match vorzeitig beenden. Weil er ein guter Freund ist und ein Mannschaftskamerad, wir in 14 Tagen deutsche Meisterschaft spielen wollen und er derjenige gewesen wäre, auf dem unsere Hoffnung ruhen. Insofern ist der Sieg eine der größten Tragödien meiner Tenniskarriere. Weiter durften sich Nils Oster im Einzel ab 55, Monika Ziegler im Damen-Einzel ab 60, Susanne Böser im Einzel ab 50 und Heinz-Georg Heuntker im Einzel ab 65 über ihre Siege freuen. Das ist für mich ja schon eine sehr emotionale Geschichte, da ich vor 40 Jahren ja schon mal die Verbandsmeisterschaft gewonnen habe und ja. Und jetzt wieder angetreten bin und das ist für mich schon eine tolle Sache. Auch Doppelspiele waren an diesem Tag vertreten. Loddenkemper und Salo Canell von den Zehlendorfer Westen trafen im Doppel ab 50 auf ihre Mannschaftskollegen Kempkes und Fuhrmann, gegen sie dann auch klar gewonnen wurde, 6:2 und 6:3. Das ist einer der größten Siege in unserer Laufbahn und wir haben jetzt den Titel verteidigt hier bei den Berliner Meisterschaften. Mein Partner. Im Doppel ab 60 mit Ulrich Lengeling und Jürgen Kühner gegen Werner Kühn und Ernst Huber ging wieder Huber mit seinem Teamkollegen Kühn nach 151 Minuten als Gewinner aus der Partie. Zu guter Letzt das Highlight Einzel Herren 30 mit dem zweitgesetzten Roman Tennert gegen den fünftgesetzten Carsten Becher. Nach harten 138 Spielminuten konnte Tennert das Match für sich entscheiden. 7:6. Und 6:2. Auch noch
nochmal Gratulation an Carsten. Das Finale wird ja immer durch zwei gespielt. Davon ist es halt auch abhängig und das war heute ein sehr intensives Finale. Das ist ein schöner Erfolg. Ist jetzt nicht unwichtig, auch für den Verein, aber für mich auch persönlich. Wieder mal ein spannender Matchtag mit vielen Siegern, tollen Spielen in den einzelnen Altersgruppen. Fazit der Woche? Ich würde sagen, reibungslose Organisation. Das liegt natürlich daran, dass die Turnierleitung unheimlich professionell gearbeitet hat, dass viele Helfer hier sind und die Gastronomie wahnsinnig freundlich ist und auch sehr, sehr gut. Und das zusammen gibt ein Paket, mit dem wir in Zukunft unheimlich gut arbeiten können. Wir sagen Hut ab und Glückwunsch an die einzelnen Sieger, aber auch an die Veranstalter, den Tennisverband Berlin-Brandenburg und den BSV 92.